kommen wir nicht weiter. Fangen wir doch erstmal an. Am besten von vorne. Ich traf diese Verrückten im Aufzug. Und dann kam Tim dazu. Ungefähr in 12 Minuten werde ich von jemandem ermordet. Tim Konos Tod ist als Mord eingestuft worden. Und offenbar hat einer von euch Spinnern das getan. Ich denke ständig daran. Geht mir auch so. Wir produzieren unseren eigenen True Crime Podcast. Wir wollen heute noch rein und nach Beweisen suchen. Kommst du mit? Ein Einbruch in die Wohnung eines Toten und in seinen Sachen wühlen? Besser als sich langweilen. Am allerwichtigsten ist aber, dass ein Killer frei rumläuft, der vielleicht hier in unserem Haus lebt. Das war sehr gut gesagt. Schlecht gespielt, aber gut gesagt. Wir sind da was Großem auf der Spur. Und das sind... Heimliche Fotos von unseren Nachbarn. Aber wieso sind das alles Selfies? Na, damit ich nicht auffalle. Es ist so heiß hier. Müssen wir das im Schrank aufnehmen? Die Akustik ist hier besser. Du brauchst Akustik, glaub mir. Ich kipp gleich um. Ich brauch das Wer, das Wie, das Wieso und Wieso nicht. Sie wollen das Was und das Was? Warum sagen Sie was? Ich hab nie was gesagt. Was gibt's nicht? Diese Scheiße ist krass ernst, Leute. Die Liste unserer Verdächtigen ist gerade länger geworden. Festhalten! Raus aus dem Gebäude, schnell. Ausrufezeichen? Ausrufezeichen? Nicht mehr weg! So hilf mir doch jemand! Und immer schön die Augen offen halten. Jede Kleinigkeit kann ein Hinweis sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Mörder der Musiksuperstar Sting ist. Ist das der von U2? Oh. Dürfen wir Ihre Antwort aufzeichnen? Irgendein Wort reicht als okay. Na, bitte. Danke, perfekt. Entschuldigung, meine Katze Evelyn ist... Stopp, danke sehr. Tolle Emotionen, weiter so. Aber Sie müssen etwas besser artikulieren. Sonst noch was? Ihr Heulen ist lauter als das, was Sie sagen. Ja, richtig, guter Hinweis. Okay, also wenn Sie soweit sind, dann... Action!